Ja, und damit herzlich willkommen hier zum großen Preis von Italien. Nach dem letzten Wochenende versuchen wir, ja, wie soll ich sagen, das Ergebnis genauso zu halten. Dies wird aber relativ schwierig, da wir sehr, sehr viele Crit-Strafen erhalten haben, da ich das Auto einmal komplett habe rund erneuern lassen. Deshalb starten wir auf dem letzten Platz. Ich habe mich in der Quali auch nicht so angestrengt, dass wir da nicht die Pflicht haben, mit irgendwelchen Reifen zu fahren. Und ja, da würde ich sagen, schauen wir mal auf die Startaufstellung. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Vettel, Leclerc, Daniel Ricciardo und Sainz, Perez, Raikkonen, Albon und Lance Stroll. Giovinazzi, Kvyat, Max Verstappen und Ocon. Er hat eine Gridstrafe erhalten. Gasly, Magnussen, George Russell und Lando Norris. Latifi, Schumacher, Grosjean und der Eismann. Genau, ganze 45 Plätze haben wir erhalten. Der Fahrer wird sich heute durchsetzen. Ja, wie gesagt, wir haben halt das komplette alles drin erneuert. Das letzte Mal für diese Saison, schätze ich, hoffe ich. So, wir wären aber. Ich würde eigentlich gerne so anfangen. Ich würde eigentlich schon gerne mit den etwas härteren angefangen. Ja, zack. Und so, genau. Wir probieren das so. Genau. Wir fahren das so rum. Dann können wir jetzt länger fahren, können uns versuchen, Zeit rauszufahren. Obwohl uns das alles in allem so große Preisfrage. Nee, wir fahren länger. Und hoffen dann, dass wir. Oder wir fahren. Ne, wir fahren mit denen und hoffen auf den Safety Car. Gleich in der ersten Runde. Ja, wir fahren so und hoffen halt, dass wir jetzt schnell Plätze gut machen können und dann vielleicht sogar auf die. Eher auf die weichen oder die harten Reifen wechseln könnten. So, dann auf in den großen Preis. Von Italien. So, um keinen Unfall hier zu bauen. Okay, und nochmal neu. Da habe ich mich da anditscht in der Mitte. Mach den Motor aus und warte auf die Marshals. Mach gar nichts aus. So, unser Ziel ist wieder Daniel Ricciardo vorne. Dass wir nach diesem Rennen die Rivalität beenden können und da ein wenig Anerkennung sammeln.
So, dann werde ich ransagen. Mal schauen, wie viele Plätze wir jetzt in der ersten Kurve jetzt gleich machen können. Gleich zwei Plätze in der ersten Kurve gemacht. Das war unser Ziel. Wir sind noch ohne Safety Car hier durchgekommen, also. Schön bei der Williams gekriegt gleich. Und schnell da durchgeflügt. So soll es doch sein. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst. Ein kleines bisschen eher bremsen, dann komme ich sogar an Magnussen vorbei. Nur einen Ticken eher muss ich bremsen. Better? Sehr gut. Schon 6 Plätze gut gemacht in den ersten 3 Runden. Monza ist jetzt auch nicht so die anspruchsvolle Strecke, was das Fahrerische angeht. Deshalb sollte es hier relativ im gleichen Moment, wo ich es gesagt habe, bremst er so zeitig vor mir. Ich habe gedacht, schön. Ocon, mein Freund, du bist der Nächste. Du bist der Nächste. Der, es gibt das in der nächsten Runde. Dafür sind wir noch zu weit weg für DS. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,5 Sekunden. Jetzt sind nur noch 1,4. Und ich hoffe ja mal, dass wir jetzt am Ende der langen Geraden dann, dass wir dann dran sind. Schade, jetzt noch nicht fürs DRS gereicht. Schade, schade.
Er war auch so nah dran, ist einfach nur scheiße gefahren. So einfach DRS jetzt schon haben können. Die Ferraris scheinen da ein wenig aufzuhalten vorne. Den ganzen Trupp hier. Mich soll es nicht stören. Hat wieder nicht fürs DRS gereicht. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 6,6 Sekunden. Jetzt sollte das da aber gleich Geschichte sein. Jetzt sollten wir doch DRS bekommen. Sehr schön, jetzt kommen wir zumindest ran. Müssen, wenn den ganzen Tross hier aufhält. Wir bremsen uns jetzt ganz cheeky hier innen rein. Haben damit jetzt 5 Positionen gut gemacht. Naja, warum nicht? Sehr gut. Sehe ich anders ein wenig, aber und wir holten nämlich abseits vom Wieso überholt er mich, wenn der neben der Linie ist? Ey, Mann! Ich bin innen, Alben!
kurz aus dem DRS-Fenster rauszukommen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,3 Sekunden. Sehr gut. Draußen sind wir aus dem DRS-Fenster. Will ich doch hoffen. So, da vorne ist Stroll und Raikön, die nächsten Ziele. Vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Nicht nur bald, man merkt ihn jetzt schon. Ricciardo ist jetzt schon drin. Okay. Bottas fährt mit harten Reifen weiter. Die beiden bekämpfen sich ja immer nach vorne. Keine Probleme mit der Reifenabnutzung. Sei weiter vorsichtig. Und jetzt beide rein? Nee, keiner. Box, Box, wir kommen diese Runde rein. Hamilton fährt auch auf Mediums. Bottas fährt mit harten Reifen weiter. Finde ich faszinierend. Zoom, zoom, zoom. Ich fahre mal nochmal die Kurve. Die Rückblende nehme ich mir jetzt. Warum bremst er so zeitig? Er braucht einfach nur normalen Bremsen.
Kriegen wir vielleicht sogar noch vor der Boxeneinfahrt? Jawohl. Jawohl. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und Leute, Fixi, Fixi, Foxy, Foxy. Los geht's. Du musst an der Boxenausfahrt auf Renntempo sein. Los, los, los. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Daniel. Wir fahren jetzt mal kurz zwei, drei Runden etwas Benzin sparender. Ey, der Mick ist da vorne noch. Jetzt geht Mick auch in die Box. Mick kommt an die Box, Mick an der Box. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 2,6 Sekunden. Theoretisch müssten wir allmählich immer nach und nach Ricciardo einholen, wenn er mit den Harten unterwegs ist. Ja, genau. An die Mercedes ranzukommen wird ein Traum bleiben. Aber vielleicht kriegen wir noch Vettel ja sogar noch. Vielleicht. Sekunden. 2,4. Zum Teamkollegen beträgt 22,5 Sekunden. Naja, ein knapper Boxenstopp haben wir Abstand. Und da jetzt passiert hinter uns. Das ist die starke. Ja, die ist so gerade gedrückt. I can see you.
schon bei 1,3, 1,4 Sekunden. 1,4 Sekunden. Sieht gut aus. I know. Da schaffen wir es ja noch ins DRS-Fenster für die Runde. Ja, sieht gut aus. Hier müsste nämlich der Strich sein. Hier ist der Strich. Ne, okay, da ist doch nicht der Strich. Schade, dann nächste Runde halt. Das hat schon mal gereicht zum Ransaugen. Das ist jetzt unsere Chance. Nee, dafür sind wir noch zu weit weg. Wir holen auch auf Vettel relativ fix auf. Sehr gut, jetzt. Hallo Vettel. Daniel. Damit war es das mit deiner Rivalität. Vettel ist bloß noch 2,5 Sekunden. Wird aber jetzt arg langsam.
denke mal, die Top 3 stehen fest. Aber Platz 4 gebe ich noch nicht so schnell auf. Obwohl wir auch ganz schön an Leclerc aufholen. Sechs, drei nur noch. Na, wir werden sehen. Wir kümmern uns erstmal um Vettel. Was dann noch dazu kommt, ist einfach Bonus. Ah, Vettel ist Pflicht. Vettel ist Pflicht. Noch 1,2 Sekunden. Vielleicht schaffen wir schon das DRS im dritten Ziel hier. Auf der Geraden dann. Haben wir geschafft, sehr gut. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 32,9 Sekunden. Leclerc wird auch schwer. Der wird dann schwer werden. Das sieht ja zumindest nach einer guten DRS-Zone jetzt auf der Gegengeraden aus. Können wir uns immer näher ransaugen. Hat mich Hamilton interessiert. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus.
will da einfach nur an Sepp vorbei. Das sieht gut aus. Sehr schön. Wir haben jetzt noch 4 Runden Zeit, um uns Leclerc zu schnappen. Vergiss nicht dein Reifenmanagement. Das werden wir nicht mehr schaffen. Leclerc wird. Das so zu Ende fahren. Außer er macht jetzt einen riesen Fehler, aber das bezweifle ich. Aber trotzdem muss ich sagen, ein sehr zufriedenstellendes Wochenende bis jetzt. Vom letzten Platz auf Platz Nummer 4. Mache ich mir auch gar nicht. Da haben wir das Beste aus den ganzen Gridstrafen gemacht. Wenn man dann im nächsten Rennwochenende ist, dann glaube ich Singapur. Das wird nochmal ein hartes Stück Arbeit, aber sonst. Dann geht es ja schon so langsam Richtung Saisonende. Dann war es das ja schon fast mit der ersten Saison hier. Im nächsten Streckenabschnitt gab es einen
Bin ich doch schon längst vorbei, Jeff, ist da alles gut. Okay, alles klar. Sieht man aber einfach auch, wie stark die Mercedes diesmal wieder sind, diese Saison. Wie viel Abstand die vorne haben, also das ist schon krass. Vielleicht holen wir uns noch den Punkt für die schnellste Rennrunde. Nein, Hamilton hat die schnellste Rennrunde gefahren. Die schnellste Rennrunde ist noch bekommen oder nicht? Platz 4, sehr schön. Damit können wir in der Fahrerwertung Best of the Rest, können wir uns ein wenig den Vorsprung ausbauen. Also wieder ein fantastischer Sieg. Mercedes halt. Geben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein Ferrari plus hier in Monza auf dem Podest. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heute. Dann sehen wir einmal nach, welche. Nein, haben wir mehr geschafft, schnellste Rennrunde. Schade. Wichtige Punkte für Valtteri Bottas, der damit seine Führung sehr schön weiter ausbaut. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute. Wir haben unsere Führung auch gut ausgebaut gegenüber Ricciardo. Für mich ist das heute der Eis. Das 19 Punkte. Perfekt. Und Konstrukteurs-WM sieht so gut aus. Sehr schön. Ja, da würde ich sagen, war's das für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch gerne ein Abo. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.